In der Mitte. Thielmanns, der hat einen guten Linken. Thielmanns! Da sage ich's noch, der hat einen guten Linken. Und dann hämmert der das Ding da rein. Hey FIFA-Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Peter und willkommen zu einer weiteren Folge hier im Karriere-Reboot. Ihr fragt euch bestimmt, warum kam die ganze Zeit kein Video? Freunde, ich habe im Moment sehr viel zu tun. Ich sollte auch anfangen, aufzuhören mit diesen ganzen Ankündigungen, weil ich einfach nicht selber das in der Hand habe, wann ich schaffe und wann nicht, weil ich einfach echt viel zu tun habe im Moment. Sobald FIFA 18 rauskommt und ich da wieder Karriere bringen werde, werde ich mir was einfallen lassen, dann werde ich mal wirklich schauen, dass ich regelmäßig mir Termine setze, wann und um wie viel Uhr das Video eigentlich kommt. Im Moment ist es nicht möglich, das tut mir leid, aber wir legen heute los und das machen wir folgendermaßen. Also, heute kaufen wir uns einen neuen Spieler, rechtes Mittelfeld. Ihr habt ihn reingeschrieben und ich sag jetzt, wer es ist. Raheem Sterling, der junge Mann, soll es werden von Man City. Aber ich glaube, der wird extrem schwer zu holen. 37 Millionen ist der Wert, aber leider habe ich nicht mehr so viel Transferbudget. Ich versuche es mit 30 und dann müssen wir schauen, dass wir vielleicht irgendwie jemanden verkauft bekommen. Oder sonstiges. Wir können gleich auch nochmal die Gehälter anpassen, so dass ich auch noch ein bisschen Geld dazu bekomme. Hier bei den Finanzen. Zack, 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 das Budget machen wir folgendermaßen. So. Zack. Und dann haben wir noch was über. Nein, ich will noch nicht beenden. Nein, also, okay, so machen wir das. Und heute geht es im EFL Cup weiter gegen West Ham United, meine Damen und Herren. Wir haben in den letzten zwei Ligaspielen 2 Punkte geholt. Ja, immerhin nicht verloren. Und heute spielen wir auswärts eben gegen West Ham mit folgender Formation. Moussa, Mbappé, Vardy, Thielmanns, Ndidi und Moore sind quasi die offensiveren Parts. Ndidi, okay, eher defensiv. Grimaldo auf links, Riedewald auf der linken Innenverteidigerposition, Kale daneben und rechts Simpson, obwohl wir jetzt mal eben was schauen werden. Wir werden natürlich Reece Oxford mal eben in die Mannschaft setzen. Zack, dahin. So, dann Reece Oxford. Zack, den haben wir. Amiri Dolberg. Ist hier noch jemand? Nein, das war es dann. Also, diese Jungs sind die Männer, die heute den ersten Rundensieg holen sollen. Und das machen wir direkt mit volle Möhre offensiv, Freunde. Ich habe heute keine Lust zu verlieren. Das muss mal wieder ein Sieg werden. Und dafür werden wir natürlich alles in die Waagschale werfen. Also, los geht es gegen West Ham, direkt wie versprochen auf Offensivverteidiger ein wenig vor. So, und wir beginnen ganz einfach mit Ballbesitz über Mbappé, dann wieder auf die andere Seite Emre Moore, direkt mit dem Fehlpass, da war ja schon der Ballbesitz. Aber wir machen weiter Druck hier auf der Seite, Mbappé kommt fast an die Pille. Wahnsinn, richtig viel Kleinkein von West Ham in den ersten paar Minuten, können sich aber dann relativ gut lösen. So, gute Einwurfmöglichkeit, da ist Jamie Vardy, der kann die Flanke bringen, Ahmed Musa und es gibt es Freistoß, denn der Vorteil abgewartet vom Schiedsrichter. Gute Position, zückt der Schiedsrichter gelb hier nach 7 Minuten, ich glaube nicht, und hier schauen wir uns das nochmal an. Alter, ganz klar Schlappen drauf gehalten. So, gute Freistoßmöglichkeit. Mbappé bringt das Ding in die Mitte. Cahill kommt nicht dran. Emre Moore hat die Pille. Legt sich den am Stürmer vorbei. Emre Moore sah dann gefährlich aus, als er dann war. Der ging dann locker 2-3 Meter am Kasten vorbei. Aber egal. So, Freunde, es ist natürlich nicht so einfach in der ersten Runde
zu spielen. Und jetzt mal gute Möglichkeit für West Ham und gleich das Ding drin, Alter. Da kommen sie einmal nach vorne. Abwehr steht schlecht. Und dann ist der Ball im Kasten. Da sehen wir es hier auch gut gespielt, gut abgelegt. Und dann Torwart-Ecke auch noch. Ja, da machst du nichts. Antonio hier mit dem 1-0 für West Ham. Aber weiter geht's, Freunde. Nichts verloren hier in dem Spiel. Aber Thielmanns! Schlimmer Ballverlust gegen Antonio. Aber Riedewald steht gut. Wieder West Ham auf dem Weg hier zum Tor. Simpson setzt sich gut durch. Und jetzt der Konter. Mbappé zieht hier gut rein. Mbappé, der Pass wäre perfekt gewesen. Und dann kommt der Verteidiger da dran. 27 Minuten sind es bereits, die schon gespielt worden sind. So. In der Mitte. Thielmanns, der hat einen guten Linken. Thielmanns! Da sage ich's noch, der hat einen guten Linken. Und dann hämmert der das Ding da rein. Aus ungefähr 27 Metern. Einfach mal grob geschätzt jetzt. Und dann, bam, der passt genau. Der geht richtig weit mit Drall nach links. Keine Chance für Randolph. Also, Juri Thielmanns erstes Pflichtspieltor für uns. Ja, im Trikot von Leicester City. Also, 1-1 hier wieder in der ersten Halbzeit. Alles wieder offen. Das Spiel beginnt bei 0. Wir dürfen natürlich vor der Halbzeit jetzt keinen mehr bekommen. Flanke kommt, aber eher ungefährlich. Und jetzt für uns wieder massig Platz auf außen. Mbappé behauptet den Ball. Moore schickt Vardy. Kann er den bekommen? Nein, schade. Und wieder aufgepasst hier. Vardy jetzt. Nimmt nochmal Thielmanns mit. Der macht ein gutes Spiel. Mbappé dreht sich. Mbappé schießt. Abgefälscht. Und Randolph, der dann keine Probleme hat, diesen Ball zu halten. So, ich glaube, West Ham nimmt das 1-1 jetzt mit hier in die Halbzeit. Das sieht ganz danach aus. Jawohl. Schiedsrichter wird gleich abpfeifen. Jawohl. Also, 1-1 hier in der Halbzeit. Also, wir können beide gut damit leben. Und jetzt heißt es einfach weiter offensiv aufs Tor gehen von West Ham. So, Moore jetzt. Mbappé. Und geiler Ball auf Ahmed Musa mit links. Ahmed Musa, der Ball ist drin, Freunde. Geile Ballstaffette. Und 2-1 für Leicester. Ich wollte gerade sagen, Emre Moore. Ahmed Musa mit links, Freunde. Der schießt sonst immer in Richtung zweiter Oberrang. Und hier haut er den in den Winkel an Randall vorbei. 2-1 die Führung. So kann es weitergehen. Thielmanns und Musa. Also defensiv stehen wir richtig gut im Moment. Lassen wenig zu. Und jetzt dann noch so Leute wie Jamie Vardy. Die gehen die Linie lang. Vardy auf Mbappé. Lattenkreuz. Nochmal der Schussversuch. Ndidi mit rechts abgeblockt. Eieiei, war das ein geiler Kopfball. Wenn der hier reingeht. Mann, 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 Mann. Jetzt müssen wir aber den Konter aufpassen. Und wie geil. Was, Herr Schiedsrichter? Mehr Ball kannst du gar nicht spielen. Ndidi spielt den Ball. Der Schiedsrichter sieht es anders. Es gibt Freistoß. West Ham. Wir schauen uns das Ganze nochmal an und sehen es doch hier. Ja, eigentlich ist es Ball. Entscheidet ihr das. Schreibt es mir in die Kommentare. Also, jetzt Lanzini am Freistoß. Zwei Mann Mauer, der Ball kommt. Und der kommt gut. Aber Lafont mit all seiner Ruhe pflückt er die Pille. Oh, Emre Moore ist aber da stark. Gut mitgegangen. Und Thielmanns kann den Ball behaupten. Mbappé auf Musa nochmal nach unten. Und Musa steht jetzt komplett frei. Musa kann zum Tor ziehen. Ahmed Musa. Ahmed Musa macht ihn nicht. Ahmed Musa macht ihn nicht. Randolph ist da. Wir wechseln aus. Bringen jetzt Kaspar Dolberg für Mbappé, der schon ein wenig platt ist.
Und für Tiermanns bringen wir Kapuska, NDD auch raus. Und dafür bringen wir Oxford. Also, drei neue Leute in die Mannschaft reinwerfen. So, Kapuska hier bei der Ecke. Nochmal Kapuska. Ball kommt wieder in die Mitte. Dolbeck macht Druck. Und dann muss West Ham klären. Also, wieder Einwurf. Wieder gute Möglichkeit. Dolbeck geht die Linie lang. Fehlt aber dann natürlich hier hinten. Dribbelt sich da echt ein Knoten rein. Fehler von der Defensive. Und Musa mit diesem Lobschuss, weil er abgefälscht war. Moore wird immer mehr zur Abwehrmaschine. Oh, Flanke ist gut! Alter Schwede, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Was war das bitte für eine Flanke aus dem Halbfeld? Genau auf den Kopf. Das gibt es doch nicht. 89. Fonte. Ja, Heidewitzka, was ist denn hier los? Simpson. Dann nochmal. Und außen. Da hat Grimaldo richtig viel Platz. Grimaldo, das muss Elfmeter geben. Auch wenn Grimaldo zum Schuss kommt. Alter Schwede, geiler Ball von Kapuska. Dann schießt er gut und dann schaut es euch an. Da mäht er den Grimaldo um. Das muss Elfmeter im Nachhinein geben. Aber weiterhin haben wir die Chance. Ecke. Randolph kommt dran. Simpson macht die Ecke zu. Der darf da nicht durchkommen. Schiedsrichter pfeift ab. Das geht in die Verlängerung, Freunde. Oder ist das nur das erste Spiel gewesen? Ne, es geht weiter. Eieiei, wir können nicht mehr auswechseln. Oh, schön mit der Hacke gespielt. Dolberg. Außen Emre Moore. Aber der hat nichts mehr drauf. Der ist komplett platt, der Junge. Holt sich den aber nochmal. Ahmed Musa aus meinem Feld. Das kann doch nicht wahr sein, Freunde. Den muss er reinhämmern. Emre Moore, der richtig nachsetzt. Der Junge ist platt. Und dann geht er locker 2-3 Meter vorbei. Ahmed Musa. Eine Lunge wie ein Pferd. Aber ein Abschluss eben wie so ein... Weiß ich nicht. Was ich dazu noch sagen soll, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Emre Moore. Jetzt musst du hinterlaufen, Simpson. Junge, du musst hinterlaufen. Oxford, Vardy, Musa mit rechts und wieder geht der vorbei, aber abgefälscht. So, Ecke, Kapuska. Und jetzt mach ihn rein da, mach ihn rein. Der Schiri, was ist denn da los? Auf jeden Fall ungewollter Ball zurück zum Torwart, deswegen auch kein Rückpass. Aber hektische Schlussphase hier in der ersten Halbzeit der Verlängerung. Weiter geht's, Jungs im Platt, aber dasselbe hat auch West Ham. Kein Vorteil auf beiden Seiten. So, nicht mehr lange zu spielen jetzt hier in dieser Partie. Kapuska, der ist doch komplett frisch. Kapuska. In der Mitte wartet Dolberg. Ball kommt zu Vardy. Dolberg, Dolberg. Und es gibt wieder Ecke. Okay, jetzt aber. Kapuska mit links. Riedewald steht da. Kapuska kriegt die Pille wieder. Dolberg mit links. Und der verzieht. Ja, was ist denn hier los? Da ist Dolberg. Der macht das gut. Dolberg auf Emre Moore. Der Junge ist komplett platt. Das ist das Problem. Boah, gewinn nochmal das Kopfballduell. Jawohl, ganz stark. Oh, der Schiedsrichter pfeift ab. Es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Mein Gott, was für ein Spiel. Also, los geht's. Okazaki gegen Lafont. Okazaki verlädt mich hier komplett. So, Jamie Vardy. Zack, in die Mitte. Ich habe keine Power mehr. So, Antonio gegen Lafont. Und hier Lafont. Zu spät unten. Jetzt Ahmed Musa. Bam! Ahmed Musa. 2-2. Komm.
André Ayew! Und der haut das Ding aber auch in den Winkel rein. Mama mia, Kaspar Dolberg jetzt. Puh. Also Dolberg macht's auch rein. 3-3. Fernandes hat gar keine Power mehr. Fernandes und... Boah, richtig abgewichst, der Elfmeter. Kapuska. Zack, auch der sitzt. 4-4. Alter, wenn das so weitergeht... Nein, in die Mitte. Oh, ich hätte nur stehen bleiben sollen. Jetzt muss Cahill den reinhämmern. Nein, Cahill verschießt. Wir sind raus. Das gibt's doch gar nicht. West Ham ist weiter und warum überhaupt? Das kann nicht wahr sein. West Ham ist weiter und wir sind rausgeflogen hier. Cahill, der Kapitän, sagen hier komplett die Nerven. Eieiei, den fängt der Torwart mit der Mütze. Aber warum die hier weiter sind, das weiß auch kein Mensch. Egal, wir haben gut gespielt. Das macht Hoffnung für die Liga und wir müssen uns hier nicht mehr im EFL Cup rumschlagen. Ist auch gut. So eine Doppel- oder Dreifachbelastung ist immer schwierig umzusetzen dann in der Premier League. Für uns jetzt volle Konzentration auf die Premier League. Und mal schauen, wie es aussieht. Mitchell Weiser ja immer noch nicht irgendwie geholt. Mal gucken, was die Leute von City sagen, wie es eigentlich mit Raheem Sterling aussieht. Und dann ist unsere Kaderplanung auch am Ende angelangt für diese Saison. Also 6 Nachrichten im Büro. Also komm schon. So, zack, 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 geänderter Spielplan, Angebot abgelehnt. Was? Mitchell Weiser, ich habe ihr Angebot mit meinem Berater geprüft, wir können dem leider nicht zustimmen. Grund, in meinem aktuellen Fall bin ich ein Star. Da passt mir dieser Wechsel nicht, danke für Interessen, aber überarbeiten Sie Ihr Angebot bitte nochmal damit. Was für ein kleiner Ficker. Der Mitchell Weiser, Alter, denkt ihr, er wäre ein Star? Da sagt er ein Ernstes. Ich bin ein Star. Was für ein kleiner Boy. Ach Mensch, ey, dass ich nicht lache. Der Spieler ist zu wertvoll für uns. Raheem Sterling, neues Angebot unterbreiten. Eieieiei, egal. Mal schauen, wir können nicht mehr. Wir warten jetzt erstmal ab, ob Weiser überhaupt zu uns kommt. Freunde, das war's schon von dieser Folge. Strammer Spielplan. In der nächsten Folge geht es gegen Southampton. Ich weiß nicht, wann ich die Folge hochladen kann. Geschweige denn aufnehmen kann. Das war's, Freunde. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir haben alles versucht, die Tore nicht gemacht und Elfmeterschießen auch noch verloren. Also, alles war dabei. Freuden, Tränen, einfach alles. Spannung pur. Ich würde sagen, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Peterle. Haut rein und tschaußen.